Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kryptowährung Info. Heute geht es wieder darum, wie könnt ihr ganz einfach Bitcoins kaufen, verkaufen oder andere Kryptowährungen tauschen. Und da gehen wir heute direkt näher auf Anycoin direkt. Die ganze Beschreibung und das Video findet ihr auch hier unter Anycoin direkt und mehr Infos. Natürlich findet ihr auch Alternativen dazu. Heute nehmen wir das Anycoin direkt unter die Lupe. Da klicken wir erstmals da drauf und dann sind wir schon mal direkt auf der Startseite von Anycoin direkt. Ja, so sieht das aus bei euch. Rechts oben habt ihr jetzt erstmals die Möglichkeit, euch anzumelden. Ich bin jetzt schon angemeldet. Bei euch kommt noch die Registrierung. Bis zu 100 € ist die Überprüfung nicht notwendig. Also, wenn Sie mehr als 100 € tauschen oder kaufen möchtet, bitte registrieren. Ja, so sieht das aus. Hier oben haben wir die Möglichkeit, unter Kaufen auszuwählen, welchen Coin wir gerne kaufen möchten. Wir sagen jetzt hierzu Bitcoin oder Paircoin, Dashcoin. Wir nehmen jetzt Bitcoin. Hier sehen wir schon den Bitcoin. Wir erhalten 0,001315938 Bitcoin für 100 €. Hier rechts können wir sagen, in welche Art wir es gerne bezahlen möchten. Entweder Bankkontakt, Giropay, Ideal, SEPA oder so fort. Hier unten gebt ihr eure Bitcoin-Adresse auf dem Wallet, die ihr gerne die Bitcoins lagern möchtet oder transferieren möchtet. Ja, die Transaktion dauert normal ein paar Minuten, ist relativ schnell. Sollten wir eine Sofortüberweisung durchführen. SEPA dauert im Normalfall 1 bis 2 Werktage. Ja, also die anderen Überweisungen sind sofort da. Ja, wenn wir das Ganze durchführen, sehen wir hier nochmals kurz die Übersicht. Ja, 4,13 € haben wir Gebühren und dazu erhalten wir so viel Bitcoins. Wir können es aber auch genauso sagen, wenn wir irgendwann meinen, wenn wir Miner sind oder Staker und die Coins irgendwie produzieren oder irgendwo auf Exchanger handeln und tauschen, haben wir hier auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den jeweiligen Coin auf mein Bankkonto direkt ausbezahlen. Dazu gibt es auch eine ViaPay-Kreditkarte. Ganz einfach, mit der ViaPay-Kreditkarte findet ihr dann auch unten in der Beschreibung, habt ihr dann auch die Möglichkeit, auf dieses Bankkonto auszubezahlen. Da diese ViaPay-Kreditkarte ein Bankkonto und eine Kreditkarte zugleich ist. Sprich, solltet ihr irgendwo auf allen anderen Exchanger auch Geld oben haben, ist es immer möglich, via Kreditkartenauszahlung auf diese Kreditkarte einzubezahlen, sollten die keine Bitcoins oder sonstiges akzeptieren. Ja, so funktioniert das Ganze. Natürlich auch verkaufen bei Dogecoin. Hier sehen wir immer, wie viel Dogecoins. Wir können jetzt sagen 300.000 Dogecoins wären jetzt 842 €, dass ich mir ausbezahlen könnte. Ja, das Ganze soweit sehr, sehr leicht. Hier oben unter Account seht ihr eure letzten Kaufaufträge, die ihr getätigt habt. Ja, wenn wir jetzt so sehen, hier fehlgeschlagen am 1.8.2017 hätte ich für 100 € noch ein Zehntel Bitcoin bekommen. Verkaufsaufträge sehen wir auch hier unten. Ja, hier habt ihr auch noch einen Bonuslink, damit ihr seid ihr von den Provisionen und Gebühren jeweils eurer Partner mit beteiligt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Für mehr Infos rund um das Thema Kryptowährungen besucht bitte unsere Homepage. Ihr findet dort alles rund um das Thema, was das Herz begehrt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.